Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Pre-Intro bzw. einem kleinen Versuch. Und zwar will ich mal versuchen, den Alex zu töten, der gerade seine letzte Folge aufnimmt. Hat mir der Basti nämlich in Skype geschrieben, dass ich das machen soll. Und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Hier drin habe ich aber keine Effekte, glaube ich, ne? Ganz sneaky. Der Alex wird wahrscheinlich hier drinnen sein. Das Problem ist, wenn ich da reingehe und der andere nicht drinnen, der andere drinnen ist, dann sieht er mich ja direkt. Das ist die Frage, hat er mich gesehen? Warte mal, ich kann doch da ein Portable Hole reinmachen, oder? Ups, das war wieder Portable Hole. Schockfokus, so. Er kämpft zurück. Interessant. Hätte ich mir nicht erwartet. Jawohl, hab ihn. Nice. Liebe Grüße von Basti. Okay, das musste sein. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder und kurz vorweg, wieso ich gerade einen Tanktop anhabe, ist ganz einfach, draußen ist schönes Wetter und ich gehe gleich trainieren und ich dachte mir, ich nehme jetzt noch schnell eine Folge Schein auf und hatte das schon an, bevor ich trainieren gehe und dann dachte ich mir, ich lasse das gleich an. Also, ja. Falls sich das Leute fragen. Nein, ich bin kein Asozial oder sowas. Vor allem ist es auch ein Markentanktop, wenn ich bitten darf. Okay, und zwar wollten wir weitermachen mit Thumbcraft, denn ich will endlich Kami anfangen. Und ja, ich habe hier noch ein paar Notes dazu geholt. Wir haben jetzt hier jeden Aspekt mindestens einmal. Ich brauche noch mehr AE auf jeden Fall. Unser Zauberstab ist soweit ganz gut geladen, würde ich mal sagen. Und ich habe mir gerade etwas gecraftet. Und das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Also die Aufnahme vorher starten, damit ihr das auch seht. Denn das ist der letzte Schlüssel. Ich habe nämlich hier unten alles schon gemacht jetzt. Und das hier war gerade der letzte Schlüssel dafür, um hoffentlich Ikor zu erforschen, was hier unten ist. Jetzt brauche ich allerdings noch den Wenstaff Core. Und ich weiß gerade nicht, wo ich den finde, das muss ich jetzt schauen. Denn wenn ich das Rezept noch mache, dann bin ich durch. Da ist es. So, jetzt brauche ich ein Scribing Tool, beziehungsweise muss man es auffüllen. Das ist aber kein Ding, denke ich. So. Und dann holen wir uns die Research dafür. Das ist hoffentlich jetzt das Letzte. Das mache ich mit euch gemeinsam. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. So ähnlich wie der Wenstaff Core, den ich gerade hatte. Alles klar. Zum Glück haben wir unseren Research Helper. Und wir fangen mal direkt mit Ordo und Petitio an, weil das habe ich noch im Kopf. Das war nämlich Telum und Instrumentum. Ich hoffe auch gerade in der richtigen Reihenfolge, ja. So, dann haben wir hier Instrumentum. Das geht... Das ist schon ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Aber da würde ich dann einfach hier ein Telum hinmachen. Hier ein Ordo. Und da noch ein Instrumentum. Zack. Dann sitzt das auch. 1A. So, Instrumentum zu der Magie. Das ist dann schon etwas komplizierter. Da schauen wir doch mal eben nach. Instrumentum. Ich hoffe, ich bin noch gerade nah genug am Mikrofon. Sollte ich aber sein. Instrumentum zu... Precantatio ist Ordo Potentia. Okay. Stimmt. Potentia gibt Sinn. Potentia hierhin. Und Ordo dann da. Alles klar. So, dann das zu Aer. Precantatio zu Aer. So. Vacus, Precantatio, Potentia. Vacus bei Aer. Zack. So, dann das zu Terra. Das ist kompliziert mit Terra, das weiß ich noch. Weil das hatte ich vorhin auch schon. Und da musste ich voll die Umwege gehen. Obwohl, nein, Blödsinn, nicht zu Terra. Aqua war schwierig, das war's. Aber das hier ist viel einfacher als das andere, finde ich. Weil beim anderen war das viel kleiner, so circa so groß hier. Und da hatte ich alle Prime-Respekte und Magie drinnen, also Präkantatio. Das war richtig kompliziert. Da musste ich, also da hat mir das Tool auch nichts geholfen, weil...
Ich musste da wirklich fast jedes Feld zuclustern. Das war ein bisschen dumm. So, jetzt brauche ich Hörbar und Arbor. Verbindet sich Arbor eh damit? Ich hoffe es mal. Sollte aber eigentlich, ja. Gut, dann das hier ging auch ein bisschen komplizierter, glaube ich. Ja, genau. Potentia, Ordo, Instrumentum, Tutamen war das. Potentia. So. Ordo. Instrumentum. Tutamen. So. Und jetzt noch Aqua. Jetzt ist die Frage, was besser ist. Aqua mit Ignis oder Aqua mit Ordo? Schauen wir einfach mal nach. Aqua mit Ignis. Luxa eher Tempestas. Aber Tempestas hat keinen Aqua. Das ist ein Fehler nämlich. Da muss noch ein Gelum dazwischen. Das heißt, ich nehme hier das Zeug. Dann noch Aqua. Nicht Aqua. Gelum. Dann. Oh Moment, das hätte ich vielleicht sogar dahin machen sollen. Das ist Tempestas. Ja, das muss ich dahin machen. So. AR. Und dann Lux. Oh, jawohl. Und jetzt drücken uns die Daumen. Was? Wir können noch kein Icon machen? Wieso nicht? Irgendein Rezept fehlt mir noch. Nein. Was fehlt mir denn noch? Verdammt. Das sollte eigentlich schon gehen, wenn ich das jetzt mache. Aber damit kann man sich auf jeden Fall den besten Staffcore machen. Die hat Norbert mal gemacht, wie ich bei dem drüben war. In der Folge. Ach verdammt, wieso haben wir das jetzt noch nicht? Irgendwas fehlt uns noch. Aber was? Was fehlt uns noch? Nein, das kann es doch nicht geben. Was fehlt mir? Ich schaue nochmal alles durch zur Sicherheit. Weil damit man mit Ico anfangen kann, muss man alles zuerst researched haben. Ups. Aber ich habe hier alles. Hier vielleicht noch was. Nein, sieht auch so aus, als ob das passt. Jetzt habe ich alles. Oh oh. Ja, markiert mir jetzt logischerweise das hier. Aber es bringt mir nichts. Moment mal, was steht da? You still need to add caps to the stave-rod. Ja. This course pulses with latent energy. It combines all the features of the lesser stave-cores. It has the Viz storage capacity of the silver wind cores and will replenish its Viz stores like its various primary wind cores. Ja. Lastly, it adds one level of potency to any Foki used with it. Okay. Das Teil ist echt gut. Das weiß ich auf jeden Fall. Dafür brauche ich halt richtig krass viele Sachen, wie ihr hier sehen könnt. Dann muss ich erstmal diese ganzen Sachen herstellen. Das ist halt dann schon. Also, da wird dann alles echt schon ein bisschen kompliziert. Brauche ich überall Salis Mundus und muss das alles einzeln herstellen erstmal. Und dann brauche ich für alles die Aspekte. Und dann kann ich das erst machen. Aber das ist auf jeden Fall ein Ziel. Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage. Nein, das ist Blödsinn hier. Wieso ich immer noch kein E-Core machen kann? Was soll das? Das ist nicht gut. Wieso kann ich denn kein E-Core machen? Dimensional Shards. Nether in the end also. These are rarely held by zombie pigment living in the Nether or enemy living in the end. They might be useful for something later on. Quite sure how. Da habe ich nur die Dingens bisher, oder? Ich habe hier nur die Ender-Shards. Ich habe noch keine Nether-Shards. Liegt es vielleicht daran? Ich weiß es nicht. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ich werde welche farmen und dann schauen, ob das klappt. Also sehen wir uns gleich wieder. Okay, und hier bin ich wieder. Und hier gibt es Stress im Nether. Und zwar habe ich mich direkt hierher begeben, nachdem ich gelesen habe, dass ich, beziehungsweise gesehen habe, dass mir hier einfach ein Foki fehlt. Und zwar der Nine Hells Foki. Das ist der, der Feuerfledermäuse macht, mit dem ich Nodob schon mal angegriffen hat. Und den muss ich mir jetzt holen. Habe ich Dynamic Lights aus? Ja, hatte ich aus. Und ich töte währenddessen noch ein paar Pigmen, weil ich brauche auch noch die Nether Shards. Alter. Kick mich da halt runter, du Scheißvieh. Stirb. Alter. Der Nether ist echt brutal in manchen Sachen. Weil da halt so extrem nervige Viecher sind. Oh, da ist unser Nether Shard. Sehr schön. Kann ich den jetzt eigentlich erforschen? Frage ich mich mal. Nein, kann ich nicht. Okay. Da ist noch ein Behemoth. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, dann haben wir hinten einen Pigman.
Da haben wir einen Behemoth. Einen Behemoth. Na, Moment, Behemoth. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Viecher heißen. Und zwar, was ich machen muss, ich muss eine Firebat scannen. Gut, jetzt die Sache, ich wollte euch da mal mitnehmen, dass ich die Firebat hier jetzt scannen kann. Jetzt muss ich aber erstmal eine finden. Das ist, glaube ich, das etwas Schwierigere daran. Denn so häufig gibt es die Viecher gar nicht, wie ich feststellen musste. Ich bin schon ein bisschen rumgekommen, aber habe noch keine gefunden bisher. Nur Pinkies. Überall Pinkies. Das ist das Einzige, womit mich hier die Welt beglückt. Wobei ich es nicht beglücken nennen würde eigentlich bei diesen Viechern. Die sind einfach nur nervig. Okay, wo könnte denn so eine Firebat sein? Gesniped. Das ist die Frage. Ich könnte natürlich zurück zum Spawn und dort schauen, weil, stimmt, ich habe vorhin Pigmen getötet, um zu schauen, ob das das mit den Nether Shards ist. Aber da habe ich die nicht gefunden, aber ich habe eine Firebat gesehen, glaube ich. Ist die Frage, ob die noch immer da sein wird? Ich denke nicht, aber ich kann es versuchen. Es ist die heißeste Spur, die ich auf das Vieh habe. Und vielleicht finde ich auf den Weg dorthin ja schon eine. Wer weiß das schon. Ich muss aber hier irgendwie durch. Das ist dann das Schwierigere. So, ja, da geht's eh durch, sehr schön. Meine Potion-Effekte sind leider schon, also meine Kristalleffekte sind leider schon aus, weil ich schon etwas länger hier bin. Großteil stand ich halt nur AFK rum und habe geguckt, was es jetzt sein kann. Und im Endeffekt hat mir dann ein Reddit-Thread weitergeholfen, bei dem einfach stand, dass du eine Firebat scannen musst, um den freizuschalten, weil ich habe den bei Nordob im Video gesehen, weil ich bei dem geguckt habe, was mir noch fehlen könnte. Und dann habe ich halt das gesehen. Jetzt komme ich wahrscheinlich viel zu spät zum Training, beziehungsweise ich habe eigentlich keinen fixen Termin und ich gehe auch alleine trainieren, aber ich gehe einfach dann richtig spät, das ist das Problem. Kann ich direkt schlafen gehen, wenn ich nach Hause komme? Supi. Alles klar. Springen wir mal da hoch, das geht sich nicht aus. Einen Uprising Foki muss ich mir. Fokus, nicht Foki. Fokus muss ich mir auch unbedingt mal machen. Was das ist, falls das jemand nicht kennt. Das ist der Fokus, mit dem man fliegen kann. Da ist ein Firebat. Jetzt muss ich nur die Viecher hier wegräumen. Nein, ich hab sie gekillt! Oh mein Gott. Ich wollte dich töten, du scheiß Pinky. Diese Viecher geben nur Stress. Ist doch nicht mehr normal mit euch. Oh. Nein. Nein, jetzt habe ich diese. Fick dich. Ich habe die einfach getötet. Mann, das war so dumm. Jetzt muss ich eine neue finden. Supi. Ah, scheiß Pinkies. Jetzt muss ich kurz schauen, wo das war. Wo habe ich denn die andere gefunden? Also da war ist ein Nether-Portal. Das ist das mit dem. Genau, das ist das mit dem Eingang hier. Also hier kommt man rein und da vorne geht's weiter. Und da vorne war das. Das war da etwas weiter vorne. Hier und dann links unten irgendwo. Ich krieg eh keinen Feuerschaden, also muss ich mir eigentlich keine Gedanken um das Vieh machen. Oh Gott, nicht du schon wieder. So, das war hier. Und dann da unten, glaube ich, ne? Hier war, dürfte das irgendwo gewesen sein. Aber ich sehe hier keine. Ah, ich habe sie einfach getötet. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich hätte einfach zuerst scannen sollen. Ich wäre eh nicht gestorben, sage ich. Und ich wollte halt unbedingt diese Pinkies loswerden, weil die Viecher mich schon so oft gekillt haben. Ich bin ja 6-mal gestorben und 4 meiner Tode haben die einfach auf dem Gewissen, glaube ich. Einmal Wither Skelett, einmal Nodop. Das ist hier nicht mehr das Vieh. Scheiße. Dann gehe ich mal ein bisschen darüber. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Ich habe sie gesehen, ich habe sie ganz genau gesehen. Du, mein Freund. Du, mein Freund, kommst zu mir. Nein, wo ist die hin? Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein, du dumme Fledermaus. Wo bist du hin? Ich habe sie doch hier gerade noch gesehen, irgendwo. Nein, komm schon. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe die doch gerade da fliegen sehen. God damn it. Da ist sie. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Komm her, komm her, komm her. Greif mich an, greif mich an. Ja. Ja, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ja, discover the new research. Jawohl. Oh mein Gott, die hat ganz schön viel Damage gemacht. Die Explosion gerade war das, glaube ich.
Okay, dann ab nach Hause. Und nicht an den Pinkies sterben. Zum Glück habe ich erst den Boost. Danke, Nodop. Wobei ich mir das mittlerweile auch selbst enchanten kann. Ich muss mir nur diesen Osmotic Enchanter craften. Erstmal zurück. Ins warme Gefilde. So. Und wir gehen jetzt dann hier wieder das nehmen. So. Alles klar. Und ab nach Hause. Portable Hole ist schon was Gutes. Wieso regeneriere ich mich eigentlich gerade? Das ist eine gute Frage. Übrigens, was mir aufgefallen ist, ja, das schadet. Sehr gut. Seit ich diese Dingens hier habe, seit ich diese ganzen Viecher bei mir hier drinnen habe, also die Portale, spawnen bei mir Viecher, wie zum Beispiel Larven. Die kommen aus dem Erebus-Portal einfach raus. Vielleicht ist hier gerade eine da, die ich jetzt angeguckt. Guck mal, hier ist eine Larve einfach. Kann ich auch nicht scannen, du bist total nutzlos. Da geh in den Eternal Frost. Kann die da wirklich rein eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, dahinter ist noch einer. Auf jeden Fall ist das nicht die einzige, die ich hier gerade höre. Ja gut, dann auf geht's. Und hoffen wir jetzt drauf, dass das jetzt das allerletzte war. Hoffen wir einfach mal drauf. So. Nine Hells. Los geht's. So. Research Helper. Und auf geht's. So. Ignis zu Precantatio. Oder Precantatio. Wieso sag ich das? Precantatio. So heißt das. So. 4 ist Lux Tenebrae Alienis. Alienis Vacuus. Lux Tenebrae Alienis Vacuus. Jawohl. So, dann das zu Ita. Ita Admotus. Wollte ich jetzt eigentlich selbst machen, aber ich habe es jetzt gerade eilig, weil sonst wird die Folge wieder viel zu lang. Das will ich ja nicht. So, Precantatio zu Ita. Und das sind 4 oder 3? 3. Potentia Ordo Motus. Ja, genau. Ah, das ist ein Fehler. Motus hat kein Ordo. Potentia hat allerdings Ordo. Das bedeutet, ich muss das wieder irgendwie umgehen. Was hat Ita denn? Ita hat auch Terra. Ordo. Was hat Ordo alles? Gelum zum Beispiel. So, dann mache ich das wieder mit Aqua einfach. Das habe ich schon ein paar Mal so gemacht. Das ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, wie man das umgehen kann. Ist halt ein Fehler da in diesem Research-Teil. So, Motus zu Bestia. Motus, Bestia. Wo ist Bestia? Da. Ah, hat's gerade. So, 3. Victus Terra Ita. Ita bei Motus. Victus und Terra. So, jawohl. 9 Hells und. Ikor. Ja! Wir haben Ikor. Endlich. Jawohl. So, und was Ikor jetzt ist, daraus macht man die richtig krassen Sachen. Und das werde ich jetzt noch erforschen. Und dann würde ich mal sagen, werde ich ein bisschen wieder was offscreen machen müssen. Denn anders geht das nicht. Aber erstmal erforschen wir jetzt mal Ikor. Vielleicht können wir auch schon was herstellen dann. Das ist jetzt erstmal Vitium. Und ich muss ja noch los zum Training. Vitium zu Humanus. Das ist nicht so ein kompliziertes Rezept wie das, was ich vorher bei dem Primal Staff Core hatte. So. 5. Perditio Mortus. Perditio Mortus. Victus Fames Lucrum. Victus Fames Lucrum. Sehr gut. So, Humanus zu Lux. Lux, da. Wieder 5. Ja. Ist. Ups. Logischerweise Aea von hier. Und dann noch Motus. Dann wahrscheinlich Ark. Nein, Bestia. Bestia und Motus. Geht das? Bestia. Ah, stimmt. Bestia ist ja aus. Also Bestia ist ja aus Motus. So, dann. Panus, Bestia. Panus haben wir hier. Wunderbar. Und dann ist noch Lux zu Spiritus. Wo haben wir Spiritus? Komm, haben wir hier irgendwo. Da natürlich. Habe ich jetzt eigentlich was Neues noch erforscht? Mann. Lux zu Spiritus.
Es sind wieder 5. So. Lux, ja, wieder der Standardstart. Aermotus, da muss man immer weg von. Vinculum Perditio Mortus. Vinculum Perditio Mortus. Ikor. Bam. Jetzt kommt ein Ikor Glove. Ich zeige euch mal kurz Ikor, wie man ein Ikor herrscht. Also, das sind 8 Ikor dann, ne? Und daraus muss man einen Ikor Glove machen. Brauche ich jetzt mal Humanus, Lux und Spiritus, das muss ich dann einschmelzen. Spiritus sind halt Gas drinnen. Ich weiß nicht, was das noch ist, aber es ist richtig schwierig auch noch. Ein Ender Auge, das geht eigentlich. Diese Shards hier, Ender Shards habe ich ja genug. Von den Nether Shards muss ich mehr farmen, die habe ich auch genug und Nether Stars habe ich auch einige. Das heißt, da brauche ich nur noch die Nether Shards, dann kriege ich halt schon richtig viel Ikor raus. Nur das ist halt schwierig zu machen. Dann machen wir noch Ikor Glove, das geht noch. Ist auch viel, aber nicht so allzu schwierig. So, das sind mal 6 von Lux zu. Oder warte, ich mache mal Querfeld ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 von Lux zu Sensus. Weil dann kann man das besser verbinden, finde ich. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. So, Ignis, Potentia, Ordo Potentia, Precantatio, Aura Maia. Aram, ah ja. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, das zu Potentia, Fabrico zu Potentia. Ist da nicht so viel, sag ich jetzt mal. So, Fabrico zu Potentia. Potentia haben wir hier und Fabrico haben wir hier unten irgendwo. Da. Und das sind auch nur 3. Ordo, Instrumentum, Humanus. Potentia ist Ordo, Instrumentum, Humanus. Instrumentum und Ordo. Perfekt. So, und dann können wir hier Precantatio zu Panus. Precantatio zu Panus. Wieder nur 3. Potentia, Ordo, Instrumentum. Das hatten wir, glaube ich, vorher auch schon. Nein, ein Scribing Tool. Goddammit. So, es geht so schnell leer immer. So, Potentia. Brauche ich noch. Und Instrumentum. Ikor Glove. So. Und daraus macht man dann unter anderem die Sachen hier. So zum Beispiel ein Bottomless Pouch. Jetzt können wir schon die Ikor Glove Robes machen. Das sind dann die Robes of the Stratosphere. Das sind die, die Nodder hat. Da kommen wir jetzt schon ziemlich nah ran. Ikor Glove macht man dann eben aus Enchanted Fabric, Diamanten und Ikor. Und da brauche ich dann den besseren Zauberstab. Glaube ich. So war das doch, ne? Ich denke schon. So, und Enchant Fabric mache ich mir halt aus Light Blue Wool und aus irgendwelchen Wollen und Strings halt, das ist eigentlich relativ easy. Dann komme ich zum Beispiel auf die Thaumaturge Robe und die ganzen Sachen. Und das ist dann halt die verbesserte Version davon. Und die werde ich jetzt alle offscreen erforschen, soweit ich kann. Und bauen werde ich das alles onscreen mit euch, keine Sorge. Nur das erste Ikor werde ich mit euch gemeinsam machen, aber die anderen werde ich dann offscreen logischerweise herstellen, weil das ist einfach viel zu viel Arbeit, um das immer zu zeigen. Und deswegen würde ich sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Training, denn es wird ein bisschen dunkel schon draußen. Wir haben schon 19:21 Uhr, ich sollte mich jetzt echt beeilen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt. Ansonsten Kommentar, ich lese alle Kommentare und könnt ihr sagen, wie euch die Folge gefallen hat. War eigentlich alles dabei und wir sind schön weitergekommen. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Tschüss.